Dere Freunde und willkommen zurück zu Diablo 2 Lord of the Destruction. Anua und ich freuen uns schon drauf, euch zu begrüßen. Ich muss euch gleich was zeigen. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich Mist gebaut habe oder so, aber ich habe irgendwie das Spiel vorhin aus Versehen unterbrochen. Wir müssen hier mal kurz durch. Ich habe jetzt schon die nächste Quest, aber wie gesagt, ich habe noch nichts fertig gemacht. Haut's mal ab, keine Zeit für euch. Keine Zeit, hab eine Halbtagsstelle. Schrein des Füllens. Ach komm, nimm mal mit. Komm, Anua, beeil dich. Keine Zeit. Ey. Die möchte ich haben. Wow, was hat denn der ganz für eine Epileptischen gehabt? X. Das ist schön. Das ist toll. Also ich habe keine Ahnung, ich habe 2 Minuten oder so gespielt. Hier, 2 Rüstungen habe ich und das war's. Wir gucken uns heute das Feld der Steine an. Hallo. Hier sehen wir eine neue Gegnerart. Das ist der Schlechter. Die sind, ja, so wie die Gefallenen, nur schlechter. Nein, ist natürlich besser. Sowas werden wir in dem Spiel auch noch sehen. Viele, viele Gegner, die einfach quasi weiterentwickelt sind. Also die gleichen Gegner, einfach nur in anderen Farben oder so, halt stärker. So geschah es, dass die Gräfin, die einst im verjüngenden Blut von 100 Jungfrauen badete, lebendig begraben wurde. Und ihr Schloss, das so viele Gräueltaten gesehen hatte, zerfiel zur Ruine. Nur noch ein einziger Turm überragt die unterirdischen Verliese in der gottverlassenen Wildnis wie ein Monument des Bösen. Man glaubt, dass das Vermögen der Gräfin unter dem Klerus aufgeteilt wurde, doch viele sagen, das meiste sei nie gefunden worden und noch bei den verrottenden Schädeln begraben, die stummes Zeugnis von der Unmenschlichkeit der menschlichen Kreatur ablegen. Okay, also, habt ihr kapiert? Die Gräfin, ich nenne sie auch gern Sparkasse, die, hat uns... Ja, wir sollten mal in den Turm gucken. Ist auch unsere 4. Quest. Weil ich zeig's euch mal für die, die es mir nicht glauben. Mein Fertigkeitenbaum. Na, wo ist denn mein Questlog? Ja. Da, guckt, 4. Quest. Hi, hi, hi. Oder tschüss. Ah, hier ist so ein Nest, oder? Nesti, 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 Nesti. Sah nicht so aus. Okay, schade. Ich wollte aber ein Nest haben. Die Handaxt. Dann schauen wir uns mal weiter im Feld der Steine um. Hier ist der unterirdische Durchgang. Den schauen wir uns heute auch noch an. Hm. Hallo. Und hier ist Rakanishu. Einer der ekelhaftesten Gegner, weil wenn du auf den einschlägst, dann macht er Kettenblitze. Schau her. Ja, es sei denn, ich besiege ihn mit einem Schlag. Dann macht er das nicht mehr. Einen schwachen Heiltrank, den wir nebenbei aufnehmen. So. Diese magischen Steine sind uralt. Und verdammt wichtig für unsere nächste Quest. Aber das sehen wir dann noch. Falls ihr euch noch erinnern könnt, was Dingensbums gesagt hat. So. Zack. Wunderbar. Schlüssel. Schein des Füllens. Ich mag diese vorübergehenden Erfahrungsschreie nicht irgendwie. Keine Ahnung. Kann nicht sagen, warum. Ich bin halt einfach ein komischer Kerl, okay? Lasst mich. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das mögt, wie ich Diablo spiele. Also, dass ich hier mal überall erstmal rundrum renne und die Karte mache. Aber ich mache das immer so gerne und ich mag das halt einfach. Den Stab nehmen wir natürlich wieder mit. Unser Mädel kann hier aufräumen. Katar, den nehme ich nicht mit. Tschüss. Den Ring nehme ich schon mit. Ringe sind immer toll und teuer. Geld regiert die Welt. Oh, ihr habt aber viel Geld gesammelt, ihr Süße. Mädel, mach mal was.
Danke. Könntest du ruhig mal dich ein bisschen mehr anstrengen, dass du vielleicht ein paar Level steigst oder so? Ich möchte dich ja noch ein bisschen länger mitnehmen, ne? Ei. Nee, ich werde die... Ich habe doch im letzten Part gesagt, ich werde dieses Mädel mitnehmen. Aber für den Barbar gibt es eindeutig einen besseren Söldner. Eindeutig. Die Mieze ist für den Paladin nicht schlecht. Aber für den Barbar gibt es Besseres. Und das werde ich euch auch zeigen. Du! Oh! Ich hätte fast die Truhen nicht gesehen. Wäre auch nicht schlimm gewesen. Bam, badababab, bam, bam. Meine Diablo-Teile werden können immer etwas länger sein, weil ich sie, wie gesagt, in Kapiteln aufteile und... Ich möchte da immer was erreicht haben. Ich geb dir gleich yeah. Okay, nicht schon. Oh, guck mal, ein Stall. Da werden die eingestallt. Die Ziegenmänner. Darf ich vielleicht auch mal wieder? Knallelixier nehmen wir mit. Gibt nämlich gut Kohle. Für einen Platz im Inventar. Nee, ich möchte das Tier lang. Komm. Schnecke. Okay. Wunderbar. Na, ihr schlechten Schlechter. Was ist gerade mit dem Pfeil passiert? Ich bin Level gestiegen. Freut mich. Neuer Status Vitalität mehr. Und die neue Fähigkeit, Kampfbeherrschung. Können wir noch nicht. Die zwei werde ich noch vollkommen ausbauen. Da jeweils auf 10. Mehr Ausdauer und mehr Tempo. So. Kommen wir mal weiter. Hi. Oh, schau mal her, da hat jemand eine Aura. Na? Dankeschön. Ich bin überladen. Du bist überladen? So. Ich kann nicht noch mehr tragen. Wetten das doch? Machen wir mal einen den schwachen Heiltrank, nehmen wir mal mit. Oh, sieht gut aus. Die Fertigkeit spare ich mir jetzt noch. Keine Ahnung, was ich gerade gucken wollte. Achso, doch, klar, jetzt weiß ich es wieder. Danke, Mr. Überladen. Zack. Den Ring. Das geht ohne Probleme, mein Schatz. Habe ich es nicht gesagt? Und zwar nehmen wir jetzt noch den Kurzstab mit, weil Kurzstäbe können immer sehr schön verkaufbar sein. Und teleportieren uns mal kurz zurück. Ins Lager der Jägerinnen. Guten Tag. Handeln. Kurzstab bringt gar nichts. Eins zum maximalen Schaden sinnvoll. Das hat sich ein bisschen gelohnt sogar. Das hat sich auch gelohnt. Darauf freue ich mich. Ja, 4695. Boom, peng. Zwei zur Stärke, nö. 300 oder 200. Weg damit. Holen wir uns die hier noch. Brauche ich nicht. Helmchen. Was bringst du mir? 10% schnellere Erholung der Treffer, 15 zu Angriffswert, 25% bessere Verteidigung, Feuerwiderstand plus 10, 2 zu Lichtgrad und halb. Tschüss. Auf 2 Verteidigung ist dann auch geschissen. Wegstoßung. Mag ich auch immer so gern. Das tun wir jetzt mal in unsere kleine Kiste rein. Und das dazu.
Und guck mal, was Klein Charlie uns wieder zu sagen hat. Was kann hat. Ich für euch tun? Das sehen wir dann gleich. Bringst mir 9, 5. Na, dann holen wir uns die mal wieder rein. Ich weiß, Geschicklichkeit ist erhöht, aber trotzdem. Mann, Mann, Mann. Waffen. 4% abgesaugtes Leben pro Treffer. Nee. Schnelle. Nö. 1 bis 2 Feuerschaden. 4 zum maximalen Schaden. 2 bis 11. Bis 9. Monsterheilung verhindern. Nein. Das ist mir jetzt alles noch nicht. Ist es mir noch nicht wert, sagen wir es mal so. Und dann gucken wir mal zurück. Wie, was? Ach, guck mal, hier ist ja noch ein schlechter. Mädel, bist du jetzt eigentlich schon mal aufgestiegen? Du bist eigentlich Level 5 und ich bin Level 8. Das ist mal Zeit, Anor. Ein bisschen aufsteigst hier, ha? Huh? Hi. Lasst uns vernichten. Ja, ja, wir richten überhaupt kein Blutbad an. Und warum habe ich jetzt gerade aus Versehen die Armbrust mitgenommen? Ich schleide mal Anor an den Kopf. So. Hi. Ach, was ich früher da mit einem guten Freund von mir rumgelabert habe über Diablo und wie wir uns auf den Dreier gefreut haben und... Ach, das war schön. Ich war bei dem Kumpel, war ich fast jeden... Nein, was ist fast? War ich jeden Tag daheim und wir haben super viel Diablo gespielt und... Deswegen werde ich ihm hier auch einen Charakter widmen, aber das... Sehen wir dann, wer das sein wird und warum, erkläre ich dann. So, jetzt stüffeln wir noch hier. Stüffeln! Jetzt stüffeln wir noch hier rum, haben endlich den Wegpunkt gefunden. Erstickungsgas-Elixier, das hat sich gelohnt. Meine Fresse. Was ist, sind das eigentlich für komische Dinger immer da in der Mitte? Diese Gärten oder was das sind. Diablo bin ich auch immer ein bisschen ruhiger, weil Diablo meiner Meinung nach, so grausam wie es sich anhört, ein entspanntes Spiel ist. Hup. Ach ja, so ganz nebenbei. Ich will kurz was im Fertigkeitenbaum gucken. Das kannst du ab Level 12 und das ab Level 18. Okay, naja, da habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Nein. Ihr könntet auch mal ruhig wieder ein paar so Bossgegner raushauen. Also nicht Bossgegner, aber ihr wisst schon. Verbesserte Version halt. Okay, dann haben wir hier die... Das Feld der Steine hinter uns. Und begeben uns jetzt in die lustigen Katakombis da. Ihr wisst schon. Warum sag ich immer, ihr wisst schon? Wisst ihr was? Nö. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal einen Cut. Oder? Ach ja. Nee, komm, wir machen noch ein bisschen weiter. Dann wird's halt ein längerer Part wieder, aber hey. Um Gottes Willen. Ist ja nicht schlimm. Ich fühle mich ja sowieso noch gesund, wie mir der Brunnen gerade gesagt hat. Können wir das auch schon mal machen. Böse Jägerin. Es ist die Faith. Ja, ich bin Buffy-Fan. Problem? Ich kann die Leute nicht verstehen, die immer sagen, oh, Buffy ist für die Mädchensendung oder was auch immer. Buffy ist alles, aber keine Mädchensendung. Die hat alles, was ein gutes, eine gute Serie braucht. Aber das verstehen so viele nicht. Schade eigentlich. Angel ist da schon wieder ein bisschen was anderes. Aber Buffy ist einfach nur geil. Sowohl Buffy selbst als auch die Serie. Vielleicht kann ich ja mal Leute dazu animieren, Buffy zu gucken. Guckt Funky Monkey 1 SD und guckt Buffy... Dankeschön.
fühle mich jetzt viel stärker. Das hoffe ich doch, kleine Mädchen. Kleine Mädchen. Ah, wer kotzt mich da von der Seite an? Ich möchte mal eine gescheite Waffe haben. Hallo? Hier lohnen sich sogar noch gesockelte Waffen. Hi. Ja, warum die Ecke kommen? Die müssen doch auch total erschrecken eigentlich, oder? Dass ich da einfach komme. Vielleicht sind die gar nicht böse, sondern erschrecken nur und ich hau die einfach alle platt. Ja, ich meine, die greifen mich schon auch an. Vielleicht greifen die mich auch nur deswegen an, weil ich ihre Freunde töte. Könnte doch sein. Sind wir am Level 2? Gucken wir mal hier rum. Ob hier noch was ist oder ob es hier einfach nur im Kreis geht. Hier ist was und es geht einfach nur im Kreis. Schön. Einen schwachen Heiltrank nehmen wir mal mit. Quasi so als Ersatz. Und gehen ins Level 2. Soll ich jetzt Angst haben oder so? Habe ich aber nicht. Hi. Kann mich ruhig alle angreifen. Kieferknochenhut. Gold. Ich habe mich noch nicht geheilt, weil ich euch zeigen wollte, dass ich es drauf habe. Habe ich wahrscheinlich nicht, aber ich wollte es euch trotzdem zeigen. Okay? Guck mal, was war Kieferknochenhut an. Wow! 1 zu Höllen, 2 zu Knüppelbeherrschung. Ich brauche keine Knüppelbeherrschung, ich brauche Schwertbeherrschung. 1 zu Energie, 2 zu Leben, Kältewiderstand, Blitzwiderstand, Feuerwiderstand. Heftig, heftig. Aber, nope. Weil ich keinen Knüppelwiderstand brauche. Kann man aber schön verkaufen wieder. Kleines Schildchen. Lass mich mal kurz durch. Danke. Ab Level 18 wird es jetzt interessant für mich. Ja, ich sag auch Rockety Doo. Was? Was ein Scheißtruhe. Heiltrank, Heiltrank. Okay, also Heiltrank, Heiltrank. Boah, aber was ein Mist. Ja gut, die Schriftrolle nehmen wir noch mit. Aber das ist wirklich nichts. Vielleicht habe ich ja noch irgendwelche starken Gegner. So, dann besiegen wir ihn hier schnell. Die Söldner könnten ein bisschen intelligenter sein. Also die greifen ja einfach nur den Gegner vor sich an. Die sollten so Beschwörer von selbst angreifen. Das wäre toll. Wow, leck. Also irgendwie bringt meine Schärpen... meine Kettenblitzschärpe schon ziemlich, oder? Oder bilde ich mir das ein? Hi. Ich hätte dich jetzt am Leben gelassen, wenn du nichts gesagt hättest, aber... nein. Du musst sie wieder rumjaulen. Extra Gold von Monstern, was ist das eigentlich für ein Ring? 1 zu Mana nach ihm. Ja, klar, weil ich das ja brauche. Gut, jetzt haben wir den Rest der Höhle. Komm, Baba, der Baba. Juhu! Was auch immer tötet es. Hallo. Ist mein Mädel schon gestorben? Okay. Okay, okay, okay. Ich habe kapiert. Gib mir meine Tussi wieder. Hallo. Tussi. Wo ist sie denn? Kashia. Beweg deinen Arsch hierher. Die Schwesternschaft heißt euch willkommen. Ich glaube, ich häng. Der Orden heißt euch willkommen. Mit.
Ja, ich bin der Super Meat Boy. Schnell das Zeug hier abspeichern. Zeug hier abspeichern, die Kohle da reinhauen. Guten Abend. Hi, Chasi. Gib mir irgendwas Cooles. Ja, genau dich. Dich möchte ich haben. Ich nehme dich auch schon mit. Dich werde ich jetzt ausnahmsweise leider auch mal mitnehmen. Du warst toll, Scherpilein. Aber damit habe ich drei Dinger, wisst ihr? Alle Widerstandsarten plus 3. Dazu leben Blitzwiderstand 9. Nö. Du kommst kurz in die Truhe rein? Okay, wunderbar. Und auch ins Getümmel und Finger weg, wenn du willst. Das war kein Problem. Hast du gesehen, Mädel? Schwacher Heiltrank, schwacher Heiltrank, leichter Heiltrank, schwacher Heiltrank, schwacher Heiltrank, schwacher Heiltrank. So. Und warum? Wo haben wir denn nicht jetzt drauf gedrückt? Ja, wo ist er denn? Hau ab. Kann ich nicht gebrauchen. Verarschen? Wer hat gesagt, dass ihr jetzt alle kommen sollt? Kommt mal her, Kollegen. Wollte ich schon immer mal machen. Aber es wird mit dem Barbar auch noch richtig schwer, also braucht ihr euch keine Gedanken machen. Deswegen auch schauen, dass wir eben schon auf Widerstände noch ein bisschen gehen. Lederhandschuhe, na klar. Wow, ich bin schon wieder kurz vom Level ab. Hi, hab dich nicht gesehen. Danke, dass du dich bewerkbar machst. Super. Schwacher Heiltrank und schon wieder ein Level. So, danach müssen wir mal wieder machen. Ja, das machen wir dann, wenn wir hier raus sind. Du kannst ja noch nichts? Nee. Oder? Meine Fertigkeit. Wo warst du hier? Nö. Geh mal du hier weg. Danke. Kurzstab mitnehmen. Ist irgendjemand erlaubt? Hast du alles platt gemacht, Mädel? Dankeschön. Wo ist er denn schon wieder? So, einmal da. Hier sind aber noch welche. Ja. So. Hallo? Gutes Wurfmesser. Hier muss noch irgendwas enthalten sein. So, ein Wiederbeleber, da ist er ja. Stimmt, Mädchen. Also nicht mein Mädchen. Sondern. Komm her. Zack. Brunnen. Hey, Missgestalteter. So musst du auch mal Leute begrüßen. Hey, Missgestalteter. Gestern. Na, Missy. Oder sollte ich Misty sagen? Ihre Haut wird härter. Nein, das Video leckt nicht, das habe ich schon vorher gewusst. Leichter Mana-Trank. Ich brauche nix Mana-Trank. Ich möchte doch mal wieder ein paar verbesserte Monster haben, das wäre voll nett. Schreibt mal nicht so hier. Ihr tut ja so, als ob ich euch umbringen würde. Mann, Mann, Mann.
muss ich jetzt lang? Wo will ich denn jetzt lang? Komm erstmal hier rein. Vielleicht ist hier Geld oder sowas. Boah! Ich bin gerade. Nein, ich bin nicht erschrocken. Bildet ihr euch ein. Kurzschwert. Dingens Kirchenschwert. Na super, und wir können weiter. Ja, ich bin heute früher heimgeschickt worden. Ja. Wir haben heute eigentlich, sollten wir eigentlich so 80 Leute haben, die Biofachmesse. Die ist, aber die waren irgendwie alle nicht da. Also sind wir nach Hause geschickt worden. Schön. Deswegen habe ich jetzt noch mehr Zeit für euch und kann hier schön Parts aufnehmen. Weil nächste Woche wird nichts aufgenommen. Nächste Woche habe ich Urlaub und jawohl. Aber keine Angst, ihr werdet mit Parts versorgt. Ihr werdet eh immer mit Parts versorgt. Ich habe schon erzählt, dass ich zum zweiten Mal Papa werde. Aber keine Angst, ich werde dafür sorgen, dass ihr trotzdem euer Futter kriegt. Wenn ich den Computer umstellen muss. Ja, das würde ich auch machen für euch. Seht mal, wie lieb ich bin. Übrigens, ich habe jetzt auch schon über 60 Abonnenten. 61 waren es vorhin. Geht schon schnell. Ist schön. Ich freue mich. Vor allem kriege ich jetzt auch schon viele Kommentare unter die Videos und Daumen hoch und es freut mich wirklich, dass die Leute für meinen Scheiß interessieren. Weil ich eigentlich dachte, ich bin eher so ein Vollfreak und jeder denkt sich, was bist du für ein Spasti? Und zack. The Purge. Die Reinigung. Gut, dann gehen wir doch mal in den Dunkelfinsterwald. Ja, der heißt Dunkelfinsterwald. Nichts anderes, okay? Dunkelwald. Dinkelberg! Okay. Aber in die Stadt teleportieren. Böse Jägerin. Hier ins Haus gucke ich noch rein. Setz mich ein bisschen hin. Oh, okay, alles klar. Und hier, liebe Freunde, sage ich dann mal. Ach, ihr wollt bestimmt noch sehen, wie ich die Gegenstände verkaufe. Warte. Oh, dich will ich töten. Dich will ich töten. Entschuldigung, aber den musste ich gerade töten. Der war cool. Und da hat man schon wieder. Ich habe nichts gemacht, weil ich cool bin. Das, mein Schatz, habe ich dir nicht erlaubt, oder? So, also, jetzt rein hier. Wir gehen nochmal zur lieben Kashara. Kakara. Akara. Ja. Das hat sich gerade angehört wie ein Zauberspruch. Errat. Schwein. Schalosch. Aber warte mal, was macht denn so ein Knüppel eigentlich für einen Schaden? 5 bis 10, wow. Knüppel wäre auch mal interessant. Aber wir sind halt relativ langsam, denke ich mal. Ich will keine Waffen, so. Immer nur 480. Bringt mir nichts. Dann legen wir jetzt noch die neue Rüstung an. Guck den Barbaren an. So, also pass auf, schau den euch an. Baba digitiert zu. Ach komm, dann machen wir mal per Tab die Mauskarte aus. Baba digitiert zu. Er zieht sich sein Hemd aus und legt es über seinen Arm. Okay. Alles klar. Gut, liebe Freunde, das war's auch schon wieder mit meinem Diablo-Part. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Euer Lunaflexi.